Der erste Biograf Clara Schumanns, der Germanist und Literaturhistoriker Berthold Litzmann, er lebte von 1857 bis 1926, zitiert aus Claras Tagebuch: Montag, den 2. September, abends 7 Uhr kamen wir in Düsseldorf, das wieder unser Erwarten freundlich liegt, sogar auch von einem kleinen Bergrücken umgeben ist, an und wurden von Hiller und dem Konzertdirektorium empfangen. Mit der Bahn reiste Familie Schumann an. Ziel war der Köln-Mindener Bahnhof. Dieser existiert heute nicht mehr. Er befand sich etwa hinter dem heutigen Graf-Adolf-Platz. Letzteres empfing Robert mit einer Anrede in sehr freundlicher Weise. Hiller begleitete uns ins Hotel Breidenbach, wo wir Zimmer für uns vorgerichtet und festlich mit Blumen am Eingange 2 Lorbeerbäume verziert fanden. Die ersten Tage verbrachte die Familie Schumann also im vornehmen Hotel Breidenbach. Die Geschichte des Hotels geht auf das Jahr 1806 zurück. Mehrfach abgerissen und neu aufgebaut, befindet sich heute an gleicher Stelle das Luxushotel Breidenbacher Hof, A Cappella Hotel. Mittwoch, den 4. Logis Lauferei. Vom Hotel aus machte sich Familie Schumann auf die Suche nach einer geeigneten Bleibe. Am Freitag, den 6. September, trafen die Möbel in Düsseldorf ein. Nun war Eile geboten, schnell eine Wohnung zu finden. Am folgenden Tag wurden die Möbel in ihre eilig gemietete Wohnung Alleestraße, Ecke Grabenstraße gebracht. Die Alleestraße heißt heute Heinrich-Heine-Allee. Das Haus befand sich an der Ecke zur heutigen Trinkhausstraße. Es existiert leider nicht mehr. Die Tage waren anstrengend, denn zahlreiche Empfänge und Einladungen machten es unmöglich, sich gemütlich in Düsseldorf einzurichten. Das war ein schrecklicher Tag. Von früh bis abend, 6 Uhr, war ich im Logis und hatte kaum Zeit, mich zu dem bevorstehenden Feste umzukleiden, wo wir dann auch nicht wenig ermüdet hinkamen. Am Dienstag, den 10. September 1850, zogen sie in ihr neues Zuhause ein. Montag, den 9., räumten wir im Logis und zogen Dienstag, den 10., daselbst ein, nachdem wir im Breidenbacher Hofe eine tüchtige Rechnung erhalten hatten. Die nächstfolgenden Tage waren schrecklich. Der Trubel, die fremden Leute um einen, die Handwerker, die einen in nichts pünktlich bedienen, das große Logis, wo eigentlich kein behagliches Plätzchen darin ist. Die Hauptsorge aber war, dass Robert durch das fortwährende Geräusch auf der Straße, Leierkasten, schreiende Buben, Wagen und so weiter, in eine höchst nervöse, gereizte, aufgeregte Stimmung geriet, die von Tage zu Tage zunahm. Arbeiten konnte er fast gar nichts, und das wenige mit doppelter Anstrengung. Auch mit den Menschen kamen Clara und Robert zunächst nicht zurecht. Sie spricht von der unteren Klasse von Leuten, die fast durchgängig grob, übermütig und prätentiös sind. Sie betrachten sich ganz unseresgleichen. Nicht guten Tag geben sie einem. Es ist, als müsste man es für eine Gnade ansehen, wenn sie einem etwas machen, und von Wort halten wissen sie alle nichts. Mit den Leuten ihres Standes schlossen sie jedoch schnell Freundschaft, trafen sich zum Musizieren oder geselligem Beisammensein oder machten Ausflüge in die benachbarte Umgebung. Beliebtes Ziel war der Hofgarten, der noch heute eine grüne Oase inmitten der Düsseldorfer Stadt darstellt. In der Nähe der Oper finden wir ein modernes Schumann-Denkmal. Auch seinem Zeitgenossen Mendelssohn zu Ehren wurde hier ein Denkmal errichtet.
Sicher wussten die wichtigen Persönlichkeiten Düsseldorfs um die Bedeutung Robert Schumanns. Mit der Mentalität der Rheinländer musste sich die Familie zwar erst noch anfreunden, vor allem Clara aber liebte den rheinischen Frohsinn. Robert hatte es wegen seines eher verschlossenen Wesens schon schwerer. Problematisch wurde es, wenn Orchesterproben aufgrund der lockeren Art der Musiker nicht mit dem nötigen Ernst durchgeführt werden konnten. Robert kam mit dem Orchester nicht zurecht, wodurch später dann auch die Aufführungen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Geschuldet war dies nachher aber auch der sich abzeichnenden Krankheit. Clara trug zum finanziellen Auskommen der Familie bei, indem sie Unterricht erteilte. Sogar aus der weiteren Umgebung kamen Musiker, um sich von der berühmten Pianistin unterweisen zu lassen. Neben der Leitung des Chors und Orchesters des Allgemeinen Musikvereins und den damit verbundenen Proben und Aufführungen gehörte es auch zu Roberts Pflichten, pro Saison zwei kirchenmusikalische Veranstaltungen durchzuführen. Eine ungewöhnliche Sache für den Protestanten, die beiden katholischen Hauptpfarrkirchen St. Maximilian und St. Lambertus regelmäßig mit Musik zu versorgen. St. Maximilian, im Volksmund kurz Maxkirche genannt, ist eine spätbarocke Kirche, die aus einem Franziskanerkloster hervorging und im 18. Jahrhundert erbaut wurde. Noch heute ist sie wegen der Qualität ihrer Kirchenmusik überregional bekannt. Die Orgel stammte ursprünglich aus der Mitte des 18. Jahrhunderts und wurde von dem Kölner Orgelbauer Christian Ludwig König gefertigt. Mehrfach umgebaut, verlor sie aber mit der Zeit an Qualität, sodass man sich im Jahr 2008 für einen Neubau durch die Firma Kleis aus Bonn entschied, wobei jedoch altes historisches Material mit einbezogen wurde. St. Lambertus ist einer der ältesten Bauwerke in Düsseldorf. Die Geschichte eines Vorgängerbaus reicht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Markant ist der heutige Turmhelm, der nach einem Brand im Jahre 1815 erneuert wurde. Eine Sage berichtet, dass der Teufel beim Versuch, die Kirche aus seinem Fundament zu reißen, den Turm aus Wut verdrehte. Tatsächlich jedoch verdrehte sich das Dach, weil zu feuchtes Holz für den Bau verwendet wurde. Mit der ersten Düsseldorfer Wohnung unzufrieden, entschloss man sich Mitte des Jahres 1851 zu einem Logiewechsel. Man zog in die Kastanienallee 252 Nummer 4, heute Königsallee Nummer 46, wo sich die Galerie Paffrath befindet. Diese Wohnung lag in einer ruhigeren Umgebung. Sie hatte zudem einen großzügigen, etwa 60 bis 70 Personen fassenden Musiksalon, den man am Morgen des 6. Juli 1851 mit Roberts Oratorium der Rose-Pilgerfahrt feierlich einweihte und der in den folgenden Monaten ausgiebig genutzt wurde. Die jüngste Tochter Eugenie kam am 1. Dezember 1851 in diesem Haus zur Welt. Unglücklicherweise wurde das Haus kein Jahr später verkauft und man sah sich zu einem weiteren Wohnungswechsel gezwungen. Wahrscheinlich abermals überstürzt, zog man am 6. April 1852 in ein in der Herzogstraße gelegenes Haus, denn auch diese Wohnung erwies sich im Nachhinein als eine sehr unglückliche Wahl. Das Haus befand sich in der Herzogstraße 15, heute etwa Ecke Herzogstraße, Elisabethstraße,
ein damaliges Neubaugebiet, und lag etwas vom Stadtkern entfernt. Straßenlärm und laute Nachbarn störten Robert beim Komponieren erheblich. Weil ein konzentriertes Arbeiten hier nicht möglich war, so logierte man in dieser Wohnung nur wenige Monate und zog im August 1852 in die Bilkerstraße 1032, heute Haus Nummer 15. Es war das Haus eines Weinhändlers namens Aschenberg und die letzte gemeinsame Wohnung des Ehepaars Schumann und ist das einzige noch in seiner alten Bausubstanz erhaltene Haus. Die Wohnung erstreckte sich über zwei Etagen. Die Ehepartner störten sich also gegenseitig nicht. Roberts Zimmer ist sehr freundlich und stillgelegen, sodass er wie in einem Kästchen sitzt. Heute gehört das Haus der Stadt Düsseldorf. Die damaligen Räume sind vermietet. Die ehemalige Eingangstür zur Wohnung auf der ersten Etage wurde zugemauert, die Wohnung geteilt und zwei neue Eingänge geschaffen. Die größte Annehmlichkeit ist doch die, dass ich mein Studierzimmer im zweiten Stock habe, wo Robert nichts hören kann. Zum ersten Male nach unserer Verheiratung treffen wir es so glücklich. Im Treppenhaus der zweiten Etage erinnern einige Bilder an die ehemaligen Bewohner. Am 30. Dezember 1853 sollte es hier zu der legendären Begegnung mit Johannes Brahms kommen, der die Eheleute Schumann jedoch erst am folgenden Tag antraf und sich somit zunächst der anwesenden Tochter Marie vorstellte. Dieser Monat brachte uns eine wunderbare Erscheinung in dem 20-jährigen Komponisten Brahms aus Hamburg. Das ist wieder einmal einer, der kommt, wie eigens von Gott gesandt. Ein kleiner Ausstellungsraum im Erdgeschoss beherbergt die Geschäftsstelle der Robert-Schumann-Gesellschaft e.V. Düsseldorf. Die Ausstellungsstücke erinnern an die Düsseldorfer Zeit der Familie Schumann. Hervorzuheben sind die 48 cm hohe Originalbüste Schumanns, die Johann Peter Götting 1853 angefertigt hatte, das bekannte Relief von Ernst Rietschel, welches beide Ehepartner zeigt, sowie ein Tafelklavier von 1850 der Firma Klemms. Das hier ausgestellte Instrument war zwar nicht im Besitz Schumanns, die Klaviere und Flügel des Düsseldorfer Unternehmens wurden aber von Clara Schumann bevorzugt gespielt. Robert schenkte Clara zu ihrem Geburtstag 1853 einen Konzertflügel der Firma und auch in ihr späteres Baden-Badener Häuschen wurde ein Instrument geliefert. Im Februar 1854 verschlimmerte sich Roberts Gesundheitszustand drastisch. Er wurde durch Gehörtäuschungen geplagt und fantasierte. In den Nächten hatte er oft Momente, wo er mich bat, von ihm zu gehen, weil er mir ein Leid antun könnte. Robert, der die letzten Tage zumeist in seinem Zimmer zugebracht hatte, gelang am 27. Februar 1854, einem Rosenmontag, die Flucht. In einem Augenblick, als Clara, die ihn ständig beaufsichtigte, nur kurz das Zimmer verlassen hatte. Nur mit Schlafrock und Filzpantoffeln bekleidet, lief er zum Rheinufer. Wegen des regen Karnevalstreibens fiel seine merkwürdige Erscheinung zunächst aber nicht auf. Sein Weg endete an der alten Rheinbrücke, eine Pontonbrücke, die sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in der Nähe der heutigen Pegeluhr befand. Statt eines Brückenzolls
gab Robert den Wächtern sein Taschentuch als Pfand, lief bis zur Brückenmitte und stürzte sich in den eiskalten Rhein. Gerettet von einem Schiffer, der die Szenerie beobachtet hatte, wurde der Komponist zurück in die Bilkerstraße gebracht. Auf Drängen Schumanns, der nicht länger bei seiner Familie bleiben wollte, weil er fürchtete, er könne ihr ein Leid antun, wurde er am 4. März in eine private Nervenheilanstalt nach Bonn-Endenich eingewiesen. Robert Schumann sollte nicht mehr nach Düsseldorf zurückkehren und starb in Endenich am 29. Juli 1856. Noch bis zum August des folgenden Jahres blieb Clara mit den Kindern in der Bilkerstraße wohnen, zog dann aber in die Poststraße 1315. Das Haus steht heute nicht mehr. Es befand sich an der heutigen Ecke Poststraße, Haroldstraße. Clara blieb bis zu ihrem Umzug nach Berlin für 2 Jahre hier wohnen. Eine Gedenktafel erinnert daran, dass Johannes Brahms, der sich nach dem Tod Robert Schumanns um die Familie kümmerte, hier ebenfalls eingezogen war. Claras Familie bewohnte die Zimmer in der ersten Etage, Brahms bezog die Räume im Erdgeschoss.